Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Es ist 6 Uhr morgens und wir haben jetzt in der Nacht hier in der Taverne ein bisschen gepennt. Wir sind ein Sentinel, ein bisschen unterwegs. Und ja, man sieht, wird gerade hell draußen. Und ja, wir wollen noch mal ein paar Dinger hier, also ein paar Dungeons abklappern. In der Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen Level aufsteigen. Und dafür gehen wir jetzt mal ein bisschen Richtung Westen davor und suchen uns noch mal ein paar Dungeons. Weil wir müssen schon ein bisschen stärker werden, bevor wir uns an die Hauptquest machen. Wir sind ja schon im Hammerfell. Warte mal, wir können aber auch mal fragen, wo Ding ist, Fang La. Genau. There ain't no such thing. Okay. Rumors. Das haben wir generell für Gerüchte. Well, you must know, Warriors Festival is coming soon. Sooner 20th of Sunstart, actually. You know, that's the perfect time to buy a weapon you couldn't ordinarily afford. Am 20. ist, Festival hier. Und das ist der 20. Wir haben aber welchen jetzt? Wir haben erst den 2., also in 18 Tagen. Das scheint der Hafen zu sein, wo ist denn jetzt der Ausgang? Ach, weiter südlich, okay. Müssen wir Richtung Süden jetzt. Ich will jetzt da nicht runterfallen, weil ich nicht wissen will, ob wir auch wieder rauskommen. Das ist hier Königshaus wieder. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen die Stadt wieder verlassen. Genau, hier. Dann rüsten wir uns wieder mit dem Schwert aus. Den Dungeon da hinten kommen wir ja nicht weiter. Dann suchen wir uns mal was anderes. Sein, dass hier nur Wasser drumherum ist. Genau, da waren wir schon. Wir dann gehen wir noch ein bisschen weiter Richtung Norden. Gucken mal, ob wir da was finden. Und wer weiß mal, was wir dann auch vielleicht unterwegs attackiert werden. Das würde bedeuten, noch mehr Erfahrungspunkte. Vorausgesetzt, wir kriegen die kaputt. Weiter Norden. Was haben wir da? Ein normales Gebäude, okay. Wo man sich heilen kann und alles klar. So, wäre schön zu wissen, wo aber jetzt der nächste Dungeon ist. Hier nördlich von uns. Wir laufen die Hauptstraße einfach mal entlang. Schöne Brücke. Und wieder Richtung Norden. So, da müsste jetzt langsam irgendwo. Okay. Ich glaube, das sind mehrere Dungeons. Hier.
So, bevor wir da reingehen, erstmal ein Save Game. Ja. Und rein da. So. Sowas hatten wir doch schon mal, oder? Ja, das war jetzt nicht so schön. Dann lass mal lieber wieder raus. Ach nö. Aber wir haben davor gespeichert. Also, alles gut. Dann versuchen wir mal eins der anderen hier. Vorne haben wir ja noch was. Versuchen wir es hier mal. Der sieht ein bisschen anders aus. Sieht größer aus, definitiv. Aber auch mehr, besser beleuchtet hier. Ich nehme es zurück. So viel besser beleuchtet ist es nicht. Hier gibt es Gold. Okay, den haben wir. Der hatte nix. Schade. Aber dafür 56 Gold Pieces. So. Was macht hier? Ah. Okay, da kommen wir nicht so einfach hin. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Schlüssel oder sowas finden. Wir sowas nicht da durchsuchen. Okay. Können wir anscheinend nicht. Oder ich weiß nicht. Oder warte mal, den anderen haben wir ja noch nicht probiert. Nee, funktioniert auch nicht. Oder ich bin zu dumm dafür. Lass mal hier gerade aus und schauen, was wir da finden. Nichts weiter als Tische. Ork. The Ork has nothing usable. Oh. Ah, hier haben wir was. Plate Pauldron. Wieder. Sonst haben die nichts, hä? Es gibt hier auch gar nichts. Wie soll ich denn da hinkommen? Okay. Mal kurz drauf gehauen. Können wir hier weiter? Wo sind wir jetzt? Okay, von Blau kommen wir. Warte jetzt. Bevor wir irgendwo hingehen, ich gehe mal da rein, genau.
Schauen wir mal, was wir hier bekommen finden. Nix. Aber man kann dann die Türen kaputt hauen. Okay. Liegt da was? Ne. Da lag was. Ach. Gold und wieder sowas. Gehen wir hier mal rein. Okay, hier gibt's nichts. Gehen hier auch mal noch kurz rein. Gold. Und dann gehen wir mal weiter. So, wo sind wir jetzt? Ah, das ist Ende schon. Okay, hier ist das weiteste, wo wir hinkommen. Seht ihr das? Digga! Scheiß Magier. 3 Gold. Wow. Gibt's uns nichts. Von da kamen wir. Ja, von da kamen wir. Machen wir hier mal auf. Hier ist wieder Gold. Dann müssen wir auch gleich irgendwie den Rückweg wieder überleben. Nice, Gold. Back auf, ja. Longsword, Plate Pauldron. Müssen wir da hinten auch einmal entlang? Oder? Ja, hier müssen wir auch einmal alles gucken. Hier ist sonst keiner mehr. Ah, nice. Oh nee. Oh nein, das hätte so schön werden können. Ach nee. Wir sind so weit gekommen. Wir suchen mal ein anderes. Oder das ist eine Taverne. Das hätte so schön werden können. Wir hätten so reich werden können, ey. Gehen wir hier lang. Also im Grunde dasselbe wie vorhin. Und so viele Erfahrungspunkte, ey.
jetzt noch mal rein. Ein Gold. Wir machen jetzt so, wenn wir halben Leben haben, dann gehen wir zurück. So, den haben wir erledigt. Der hatte nichts. Hier gibt's nichts. Gold. 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 Und hoch. So, das müsste jetzt genauso sein wie gerade eben, ja. Dann gehen wir zuerst hier lang. Hallo? Jo, das Spiel ist mir abgeschmiert. So, und nochmal jetzt herzlich willkommen zurück. Das Spiel ist mir gerade abgeschmiert. So, in dem Dungeon. Und da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr gehabt, dann da nochmal reinzugehen. Deswegen gehen wir nochmal weiter Richtung Norden. Beziehungsweise da hinten hatten wir ja noch einen Dungeon gehabt, wo. Also im Süden, wo wir die Tür nicht aufbekommen hatten, weil wir gedacht hatten, das müssen wir irgendwie aufknacken oder so. Deswegen würde ich sagen, lass mal da nochmal hin und dann die Türen mal auf diese Art kaputt machen. Und wer weiß, was da noch auf uns wartet. Da sind wieder Menschen. Nice, das heißt, wir sind schon in der Nähe der Stadt. Hoffe ich. Es wäre aber zu schön gewesen, wären wir da erstens nicht gestorben im Dungeon. Und zweitens noch viel schöner wäre es gewesen, so wäre es mir nicht abgeschmiert. Aber das muss man ja halt bei Arena immer bedenken. Das Spiel schmiert einen sehr oft ab. Wo sind wir jetzt? Okay. Warte mal. Nee, hier war nicht bedingt. Kann es sein, dass wir hier eigentlich schon in der Stadt wären? Und dass die Grundrisse von der Stadt sind, nur weil wir jetzt dahin gesprungen sind, jetzt die Stadt nicht zu sehen ist. Es wirkt sehr stark danach. Ja, das wirkt sehr, sehr stark danach, dass wir auf der. Ja, aber da ist auf jeden Fall die. Ja, wir waren in der Stadt, die nicht geladen hat. So, und da lädt sie schon. Aber lass mal da nochmal reingehen, ja. Da gab es schon wirklich ein paar Türen, die wir noch nicht hatten. Also die wir nicht aufgeklickt hatten, beziehungsweise weil wir gedacht hatten, oder ich besser gesagt, dass man das aufknacken muss. So, da bin ich jetzt gespannt, was wir noch hier machen werden, aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.